Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Rudi mit einem weiteren Guide zu Call of Duty Modern Warfare Remastered. Und zwar holen wir uns heute die Trophäe, den Erfolg Mensch gegen Maschine. Dafür begeben wir uns zu dem Level gut getarnt. Und zwar, wenn wir hier an dieser Kirche hier ankommen, kurz dahinter haben wir dann die Möglichkeit, uns den Erfolg zu holen. Und zwar, indem wir mit einer Stinger-Rakete oder besser gesagt mit zwei Stinger-Raketen einen Helikopter ausschalten. Und zwar wird uns Price drüber informieren, nicht Price, McMullen, natürlich McMullen, wie er hier heißt, ne? Nicht Price, McMullen wird uns drüber informieren, da kommt ein Helikopter und dann schnappen wir uns den. Hast du freie Sicht auf die Wache? Also müssen wir erstmal hier unauffällig rein in die Kirche, hier wollen wir noch keinen Alarm schlagen an dieser Stelle. Kleiner Hinweis, da oben im Kirchturm befinden sich natürlich auch feindliche Aufklärungsdaten, wo der Typ da gerade, ja, gerade das Zeitliche gesegnet hat. So, dann kommt Chance Nummer 2, auch er, ja. Ist Geschichte. Und jetzt gehen wir rein in die Kirche und werden uns dort gleich mit einer Stinger ausrüsten. Und davon brauchen wir, wie gesagt, zwei Stinger. Also ihr werdet nochmal zurücklaufen müssen und euch die Stinger nochmal holen, um einen zweiten Schuss auf den Helikopter abgeben zu können. Es ist ganz unterschiedlich, wo und wie es am besten klappt. Ich muss sagen, dass es für mich am besten klappt, wenn man nach hinten rausgeht aus dem Gebäude. Andere wiederum sagen, es geht besser, wenn man es vor der Kirche macht, den Helikopter, weil wir ja eine Zielerfassung brauchen und dementsprechend ist es immer ein bisschen schwerer, bis die Zielerfassung wirklich steht, weil wenn der Helikopter sich direkt über euch befindet oder halt einfach in einem blöden, dämlichen Winkel ist, ne, dann ja... Dann ist das ein bisschen schwer mit der Zielerfassung wirklich hinzubekommen, aber wie gesagt, ich fand, das war hier ganz, ganz praktisch. Hier haben wir jetzt gerade ja den Hinweis bekommen, dass ein Heli unterwegs ist. Den schnappen wir uns jetzt, lassen einloggen. Jetzt werden wir das erste Mal, wehrt er den Schuss mit den Flares ab. Das heißt, der Heli ist also nicht down, also müssen wir nochmal rein, nochmal Stinger aufnehmen. Jetzt kriegen wir hier schon ein bisschen böse auf die Fresse, aber hält sich noch in Grenzen wieder raus. Und dann, wie gesagt, das Schwere ist so ein bisschen den richtigen Winkel wirklich zu finden. Wenn der Heli halt einfach zu nah an einem dran ist, dann kriegt man das nicht mehr hin. Deswegen sagen viele, es wäre leichter vor der Kirche zu machen. Habe ich also schon oft gehört. Also ich fand es jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so schlimm, das hier drin zu machen. Jetzt bekommt man natürlich noch ein bisschen Besuch von den anderen. Also mit Sneaky hier durch den Level durch ist natürlich vorbei. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr Sneaky machen wollt, dann ladet halt einfach den Checkpoint neu. Und dann könnt ihr halt hier nochmal ganz unauffällig durch. So haben wir auf alle Fälle den Erfolg Mensch gegen Maschine in der Tasche. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Also einmal das Video liked. Vielleicht sogar noch am besten das Video teilt in den Communities, im Freundeskreis, den Goodie weiterempfehlt. Das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Oder auch selber den Kanal abonniert, damit ihr hier weiter kein neues Video verpasst. Ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder im nächsten Guide. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.